Danke, geschätzte Medienschaffende. Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zu unserer Medienkonferenz zur Staatsrechnung 2022. Bei mir ist der Basilius Scheidegger, Chef der Finanzverwaltung. Wir beide stehen Ihnen anschliessend auch für Fragen zur Verfügung. Ich freue mich, Ihnen die Staatsrechnung 2022 und Deckwert vorzustellen. Die Staatsrechnung sieht aus wie das Bild vor Ihnen. Eigentlich alles in der Ordnung. Erfreulich sieht sie aus. Und das ist auch für den Finanzdirektor erfreulich. Der ausführliche Geschäftsbericht 2022 wird dann im April veröffentlicht. Steigen wir ein. Seit wir im Frühling und Sommer 2021 das Budget 2022 erstellt haben, über das wir jetzt abgerechnet haben, waren die Unsicherheiten immer noch gross gewesen. Wir waren mitten in der Corona-Pandemie gewesen und haben nicht genau gewusst, wie die Auswirkungen sind, was für die Wirtschaft heisst und die Steuereinnahmen. Wir sind uns zwar einig gewesen in der Regierung, dass wir die Effekte nicht überschätzen darf. Und dass wir das auch nicht gemacht haben, wir haben also kein Extremszenario abgebildet. Und trotzdem ist es, und ich weiss es, Sie werden sagen, Schwarzmaler Stocker ist da am Werk, ist es wieder viel besser gekommen, als wir gemeint haben. Und ich kann Ihnen damit mit Freude zum achten Mal einen positiven Rechnungsabschluss präsentieren. Der Ertragsüberschuss beläuft sich auf 543 Millionen Franken. Gegenüber am Budget Plus, das ist das Budget gemäss Kantonsratsbeschluss und Nachtragskredit und Kreditübertragungen, die wir ja noch gemacht haben für Corona-Massnahmen oder Impfunterstützungen, bedeutet das Ganze eine Verbesserung von 1,1 Milliarden Franken. Und wenn ich jetzt vom Budget rede, meine ich immer das Budget Plus, also das, was man nach allen Korrekturen gemacht hat. 1,1 Milliarden ist sehr hoch und wir wissen, und ich bin auch der Meinung, die Budgetgenauigkeit sollte wieder zunehmen. Aber solange sie die rechte Richtung geht, kann man das, wie soll ich sagen, tolerieren. Aber ich denke, die Ungenauigkeit des Budgets ist wirklich verschiedensten Faktoren geschuldet. Dank dem hohen Ertragsüberschuss steigt jetzt das Eigenkapital um 543 Millionen Franken auf 11,8 Milliarden und Nettoschulden nehmen um 282 Millionen Franken ab, nämlich von 4,1 Milliarden auf 3,9 Milliarden Franken. Das entspricht einem Rückgang von 7%. Das ist erfreulich. Aber ich muss Ihnen einfach sagen, es gibt auch Kantone in diesem Land, die haben keine Schulden. Und Zürich hat immer noch Schulden, nur dass man das nicht vergisst. Also, es haben nicht alle Schulden. Es gibt sogar Serien, wo man sagt, es sind arme Kantone, die keine Schulden haben. Das ist ja erstaunlich. Und einen Haufen Finanzausgleich bekommt. Das gute Resultat gibt uns ein gutes, sicher stabiles Fundament. Am Kanton Zürich geht es gut. Er kann die vielen Unsicherheiten meistern, mit denen wir uns ja laufend müssen auseinandersetzen. Jetzt aber zu den Details. Die grössten Abweichungen in der Erfolgsrechnung sind, und ich habe es gesagt, die pessimistischen Szenarien sind nicht realisiert worden und Steuereinnahmen sind weiterhin sehr gut gewesen. Das gute Ergebnis ist maßgeblich auf die höheren Steuererträge von 964 Millionen Franken zurückzuführen. Das zeigt für mich auch, der Wirtschaftsstandort Zürich ist robust und gut. Darum wäre das nicht passiert. Aber auch zu dem guten Ergebnis haben beigetragen die höhere Gewinnausschüttung von der Schweizerischen Nationalbank mit 124 Millionen Franken. Da haben wir einfach nur fünffache drin gehabt, statt der sechsfache, die da gekommen ist. Dann die ZKB, die 50 Millionen zur Verbesserung beigetragen haben. Saldoverbesserung von der individuellen Prämienverbilligungen von rund 100 Millionen Franken, weniger ausgegeben
geworden ist, sind auf viele Faktoren zurückzuführen. Insbesondere auf eine tiefere Prämie, die Teuerung, die man eingerechnet hat. Und seit dem Systemwechsel im 2021 sind Prämienverbilligungen zwar individuell präziser, aber für uns, für die Berechnungen und Budgetierung, schwieriger anzunehmen. Beim Covid-Härtefallprogramm hat es mehr Bundesbeiträge gegeben und weniger Darlehensausfälle, als wir angenommen haben. Auch das ist eigentlich erfreulich, dass die Darlehen zum grossen Teil amortisiert werden oder zurückgezahlt werden. Und da sieht man auch, es war wichtig gewesen, und da hat man vorausgedacht, es gibt jetzt nämlich Firmen, wo es wieder gut geht. Und die zahlen jetzt die Darlehen 0, plötzlich zurück. Weil sie wissen, solange sie Darlehen haben, können sie keine Ausschüttungen an ihre Aktionäre machen. Da haben wir ja einen sauberen Mechanismus drin gehabt. Also da gibt es Firmen, die sich melden und sagen, kann ich zurückzahlen, ich will jetzt ausschütten. So schnell ändert die Welt. Beim Sozialamt, das ist eigentlich auch erfreulich, ist der Nettoaufwand für die wirtschaftliche Hilfe tiefer, weil wir weniger Sozialfälle haben und auf einem tiefen Niveau eigentlich stabilisiert sind. Dann hat es aber auch höhere Bundesbeiträge für Flüchtlinge gegeben. Und die Arbeitslosenquote, das wissen Sie, ist nach wie vor erfreulich tief. Dank Wertberichtigungen von Liegenschaften sowie Buchgewinn aus Verkäufen und Auflösung von Rückstellung für latente Grundstückgewinnsteuer hat sich das Ergebnis ebenfalls um 43 Millionen Franken verbessert. Dann hat man ja noch den Covid-Schutzschirm gemacht für Grossanlässe von überkantonaler Bedeutung, wo man mit 37 Millionen alimentiert hat. Der ist gar nicht beansprucht worden, auch das hat es nicht gebraucht. Das Kantonsspital Winterthur und das Universitätsspital Zürich, da sieht es nicht so gut aus. Die haben jetzt auf einmal Defizit. Bis jetzt haben die immer ein Stück weit an den Gewinn vom Kanton einen Teil beitragen. Also wir haben ein Minus von 17 Millionen im Kantonsspital Winterthur und von 28 Millionen im Kanton, im Universitätsspital Zürich. Bei der Gesundheitsdirektion fällt der Aufwand höher aus als budgetiert, und zwar für den Betrieb von Impfzentren, Zusatzgeld für Arztpraxen, Apothekenheim sowie Impftools und Supportleistungen. Aufgrund von einem Verwaltungsgerichtsurteil, das Sie alle kennen, wo rückwirkend der Kanton verpflichtet, Entschädigungen an Gemeinden zu zahlen für inner- und außerkantonale Platzierungen im Kinder- und Jugendheimbereich. Eigentlich ein Novum, das wir vom Gericht verpflichtet wird, so weit rückwirkend Zahlungen zu machen. Darum haben wir jetzt eine Rückstellung machen in dieser Rechnung von 344 Millionen Franken, die wir jetzt zurückgestellt haben für die Platzierungen und die Zahlungen an die Städte und Gemeinden. Unter übrigen Veränderungen ist der Staatsbeitrag an ZVV, der um knapp 26 Millionen Franken abnimmt. Das sind eigentlich die grössten Brücken in diesem Bereich. Dann noch ein Wort zu den Aufwandarten. Der Aufwand 2022 liegt 522 Millionen oder 3% höher als budgetiert. Der Sachaufwand ist zwar um 46 Millionen Franken oder 1,3% tiefer. Beim Sachaufwand versteht man den Betrieb von der Verwaltung, Büromaterial, Unterhalt von Gebäuden und Strassen, beispielsweise Winterdienst, Mieten oder Einkauf von Dienstleistungen. Und zeigt auch, dass man da wirklich einen sparsamen Haushaltvollzug macht. Der höhere Personalaufwand von 69 Millionen Franken oder 1,2% ist vor allem beim Universitätsspital Zürich, beim Kantonsspital Winterthur und bei den Mittelschulen angefallen. Beim übrigen Aufwand handelt es sich um Wertberichtigungen von Liegenschaften im Verwaltungsvermögen von über 42 Millionen Franken und durchlaufende Beträge an öffentliche Sozialversicherungen
von über 41 Millionen Franken. Der höhere Transferaufwand an Gemeinden und Dritten, der gestiegen ist, das sieht man auch markant, dort ist die Rückstellung, die ich vorher angesprochen habe, drin und darum steigt das entsprechend. Zusätzlich sind die Beiträge an Gemeinden für Flüchtlinge aus der Ukraine mit Schutzstatus S und Zusatzleistungen bei den AV und IV höher als budgetiert. Und außerdem fallen höhere Beträge an private Unternehmen ins Gewicht, die im Rahmen des Härtefallprogramms geleistet worden sind. Kommen wir zu den Steuern. Die wichtigste Ertragsposition des Kantons sind die Steuererträge. Nettosteuererträge steigen gegenüber dem Budget um 964 Millionen Franken, das habe ich gesagt. Alle Steuerpositionen erweisen sich als äußerst robust. Die Effekte der Corona-Pandemie oder die Abschwächung der Wirtschaft, die wir in der Planung noch erwartet haben, sind nicht eingetreten, zum Glück nicht. Gerade das Gegenteil ist passiert. Der Arbeitsmarkt brummt, die Arbeitslosenquote ist tief, die Löhne steigen und damit auch die Steuererträge. Da, mit dem haben wir zum Zeitpunkt der Budgetierung im Frühling 2021 in keiner Art und Weise rechnen können. Weil jetzt 2021 schon besser war als erwartet, zieht sich jetzt der Niveau-Effekt durch. Die Steuererträge der natürlichen Personen steigen im Budget um 576 Millionen, also absolut gesehen steigen die Steuererträge der natürlichen Personen, also von Ihnen und mir, steigen am meisten. Sie setzt sich aus höheren Einkommensteuern, 69 Millionen Franken, Vermögensteuern plus 95 Millionen Franken zusammen und dann sind noch Nachträge, die man ja alle Jahre hat, das mal besonders hoch ausgefallen mit 411 Millionen Franken. Bei der Quellensteuer sind die Abweichungen zum Budget auf höhere Zahlungseingänge und Quellensteuerreform zurückzuführen. Die Staatssteuern der juristischen Personen steigen um 67 Millionen Franken auf gut 1,3 Milliarden Franken an. Die Gewinnsteuern liegen um 160 Millionen Franken höher und Nachträge um 94 Millionen tiefer. Kapitalsteuern sind praktisch unverändert geblieben. Der Kantonsanteil, also der Teil, den wir behalten können, von den Bundessteuern, wo ja rund 20% im Kanton bleibt und 80% am Bund muss abgeliefert werden, wo jetzt gerade Zahlungen eingehen, die sind 62 Millionen höher als das letzte Jahr. Kommen wir zu den Leistungsgruppen 49-30 und 49-50. In der Leistungsgruppe Zinsen und Beteiligungen haben wir die Abweichung vom Budget in der Höhe von 382 Millionen Franken, die bereits erwähnte Gewinnausschüttung von der Nationalbank 124 Millionen Franken, ZKB 50 Millionen Franken, dann aus dem Fonds zur Absicherung von der Staatsgarantie von der ZKB plus 188 Millionen Franken und einen tieferen Zinsaufwand, weil wir weniger Schulden haben und das Zinsniveau nicht sich so abgebildet haben, wie wir es angenommen haben, auch noch 22 Millionen Franken besser. In der Leistungsgruppe 49-50, das ist das berühmte Scharnierkonto, wo immer der Kantonsrat Kürzungen reinmacht und mehr und weniger über das Scharnierkonto, haben wir eine Verbesserung gegenüber einem Budget von 51 Millionen Franken. Das sind tiefere Beiträge, wo wir im Covid-Härtefallprogramm nicht haben leisten müssen. Dann haben wir noch eine Erklärung gehabt, dass man weniger teuer bauen soll, also günstigeres Bauen, hat man 66 Millionen dort eingestellt, aber das hat nicht realisiert werden. Investitionsrechnung. Der Kanton Zürich investiert immer einen Haufen Geld.
Die konsolidierten Investitionsausgaben belaufen sich 2022 auf rund 1,1 Milliarden und liegen aber damit um 334 Millionen Franken tiefer als im letzten Jahr und 483 Millionen tiefer als budgetiert. Auf was ist das zurückzuführen? Im 2022 heisst es, dass fast 500 Millionen weniger investiert worden ist als geplant. Sie müssen einfach sehen, das heisst nicht, dass alles, was wir jetzt unter Investitionen anschauen, dass das reine Bautätigkeiten sind, die der Kanton beeinflussen kann, sondern gerade das Erste sehen Sie, wir haben schon seit, glaube ich, 2 oder 3 Jahren hat man am Kinderspital ein Darlehen zugesichert. Ein Darlehen, also etwas, das man denen zur Verfügung stellt. Das läuft im Investitionsbudget rein. Und das Kinderspital hat immer gesagt, bis jetzt, das brauchen wir nicht. Brauchen wir noch nicht. Das heisst dann, dass man zum Beispiel den Teil von der Investitionsplanung nicht ausschöpfen können. Aber es gibt auch Projekte, wo es Verzögerungen gibt. Zum Beispiel beim Seil Entlastungsstollen. Das soll ja das Hochwasserrisiko für die Stadt Zürich soll reduziert werden mit dem Seil Entlastungsstollen. Und jetzt kann dort nicht weitergemacht werden, weil es Rekurs gibt, die hängig sind. Also 43 Millionen Franken, die dort nicht realisiert werden können. Ein Unispital hat 39 Millionen Franken nicht ausgeschöpft, was sie geplant haben. Und das Kantonsspital Winterthur 33 Millionen Franken weniger investiert als geplant. Dann haben wir den Nachtragskredit aus der ZKB Jubiläumsdividende. 36 Millionen Franken, wo der Kantonsrat zusammen mit der Regierung gesagt hat, 36 Millionen Franken setzen wir ein für das Vorhaben, Wasser erleben, also besseren Zugang von der Bevölkerung, jetzt nicht am Zürichsee, sondern hauptsächlich an Flüsse im Kanton Zürich. Und auch das Darlehen wird über Jahre jetzt abgebaut und immer zurückgeschoben. Und von dem her werden natürlich die Kreditresten auch wieder aufs nächste Jahr übertragen. Im Weiteren ist noch in der Universität Irchel zu Projektverzögerungen gekommen. Dann die Limmatalbahn ist ja erfreulicherweise jetzt in Betrieb, hat ihr Budget nicht ausgeschöpft, hat nicht alles Geld gebraucht, das geplant war. Finde ich besonders erfreulich in einer Zeit, wo wir überall riesige Bauteuerungen haben und Teuerungen und trotzdem nicht ausgeschöpft worden ist. Im Amt für Informatik gibt es Verzögerung beim Umsetzung des IKT-Programms. Bildungszentrum Zürichsee hat das Budget leicht überzogen. Und dann die Verschlechterung von nicht umgesetzten günstigen Bauen ist auch noch da drin. Bei der Folie 9 Investitionsausgaben, die zeigen wir in all Jahren, sehen Sie, eigentlich sind wir wieder ein bisschen jetzt dieses Jahr im Schnitt von den letzten Jahren. Das letzte Jahr war wirklich ein extremes Jahr mit Investitionen. Man konnte wirklich viel machen. Für mich ist es ein Stück weit darauf zurückzuführen, dass POZ jetzt fertiggestellt worden ist und alle, die schon mal gebaut haben, wissen, am Schluss kommen immer noch die grössten Rechnungen. Und das zeigt auch ein bisschen das, wenn Sie einen 600 Millionen Bau haben, der praktisch abgeschlossen wird, dann läuft es. Aber was auch wichtig ist, ist die schwarze Kurve. Die schwarze Kurve zeigt eigentlich den Selbstfinanzierungsgrad. Ob man alles, was man bestellt, kann zahlen, das haben wir dieses Jahr wieder gut können machen. Darum kommt sie jetzt mit diesen 132 Millionen, 132% Selbstfinanzierungsgrad zu dem Schuldenabbau von diesen 258 Millionen Franken. Wir haben in den letzten Jahren ja immer eigentlich können alles zahlen, außer im 16., wo man das Dotationskapital von der ZKB, auch das ist eine Investition, also es ist nicht immer nur Beton, oder? Das Dotationskapital um 500 Millionen Franken erhöht werden, dort haben wir nicht können ausschöpfen. Dann noch zu den Schulden. Die Schulden sind in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken. Ausgewiesen sind Netto-Schulden 1,
Sie entsprechen dem gesamten Fremdkapital bezüglich am Finanzvermögen. Also das heisst, alles, was der Kanton hat, da wird das, was man verkaufen kann, was man nicht braucht, um den Kantonsbetrieb aufrechtzuerhalten, also Spitäler, Schulhäuser, Strassen, alles, was man braucht, das gehört zwingend dort rein, aber das, was man hat und verkaufen kann, das zeigt dann eigentlich Nettoschulden, die zeigen, was hat der Kanton eigentlich an Schulden. Und die sind jetzt gesunken. Seit dem 15. um 28%, knapp 1,5 Milliarden Franken pro Kopf sind sie massiv gesunken. Und wenn man die Kurve noch weiterführen würde, ist es eigentlich meines Erachtens erfreulich, dass wir einen tiefen Schuldenstand haben, auch nach Corona. Weil ich weiss noch, am Anfang, als ich am Kantonsrat war, hat man einmal etwa gute Million Einwohner und 8 Milliarden Schulden im Kanton Zürich. Also pro Kopf haben sich die Schulden praktisch halbiert. Kommen wir noch zum Beschäftigungsumfang. Etwas, das ich immer ausweisen will. Es ist auch immer eine Diskussion in den politischen Parteien. Und der Beschäftigungsumfang, der war immer ein Thema gewesen. Sie wissen es noch aus den Wahlen. Wenn wir die Entwicklung des Beschäftigungsumfangs anschauen, dann hat er wieder zugenommen. Also die Bevölkerung hat ja auch zugenommen. Aber der Beschäftigungsumfang hat zugenommen, um 1,6%. Und zwar haben wir wie alle Jahre steigende Schülerzahlen und auch in diesem Bereich 301 Stellen mehr. Und anscheinend empfindet man auch Lehrkräfte, sonst hätten wir nicht 300 Stellen mehr. Und man kann sagen, der Beschäftigungsumfang ist um 2,5% angestiegen, die Schülerzahl um 1,7%. Die Erklärung daraus ist, dass mit diesen vielen Ukraine-Flüchtlingen auch viele Kinder gekommen sind, die man jetzt einschulen musste. Und das braucht einen Haufen Lehrkräfte. Bei der Justiz und Wiedereingliederung ist die Zunahme auf den Betriebnahme vom Gefängnis Zürich-West zurückzuführen. Bei den Fachhochschulen, Sie sehen die Zahlen, ich muss nicht alles wiederholen, hat man Zunahme. Dann beim Kantonsspital Winterthur hat man auch Zunahme. Das ist so viel zu den Stellen. Ich komme zum Fazit. Ich gebe es zu, die Planungsunsicherheit war gross und wir sind daneben gelegen, aber positiv daneben gelegen. Und ich habe es schon einmal gesagt, sage es nochmal, die Zürcher Wirtschaft, aber auch die Leute, die hier wohnen, die natürlichen Personen, die ja am meisten zu dieser Steigerung beigetragen haben, die zeigen sich äußerst robust, unsere Eckwerte im Steuerbereich. Und mit dem guten Rechnungsergebnis ist das Eigenkapital nochmal gestärkt worden. Die Schulden sind weiter gesunken. Und dank dieser soliden finanziellen Situation erreicht der Kanton Zürich weiterhin die Höchstnote von Ratingagenturen Standards & Poor's, Finch, mit stabilem Ausblick. Und ich sage jetzt das einfach nochmal, weil es ist ja eigentlich schier eine Selbstverständlichkeit, dass wir das AAA haben und denkt alle, warum erzählt er das immer? Aber wenn man jetzt die letzten Tage anschaut, dann können Sie mal schauen, welche Banken auf dieser Welt ein AAA haben. Also, könnt ihr es wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Und darum, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man die Stabilität und die Sicherheit, und die, ich kann Ihnen sagen, die schauen das Zeug genau an. Ich bin zwar amüs nicht dabei, aber der Finanz Verwalter können Sie schon mal noch sagen, wie angeschaut wird. Auch Sachen, die neu dazukommen, wenn man aufgestellt ist. Das wird ganz genau angeschaut. Und ich glaube, es ist wichtig, dass der Kanton weiterhin so wirtschaftet, dass man das AAA könnte behalten. Weil jetzt interessiert es eigentlich niemand. Aber wenn wir mal einen würden verlieren, so ein Ei, dann würden wahrscheinlich alle kommen und würden sagen, was haben wir da Krebs gemacht. Und wenn ich in Zukunft schaue,
muss ich Ihnen sagen, wir sind ja schon wieder in der Budgetierungsphase, haben die Deckwerte festgelegt, dann sieht es nicht mehr so rosig aus. Die einen lächeln schon wieder, denken, ja, was zählt der Stocker da wieder, aber dieses Jahr ist es jetzt ist scharf. Die SNB 700 Millionen kommen nicht mehr. Wir wissen, die ZKB hat einen guten Abschluss gemacht, es wird wieder ein bisschen lupfen. Der Flughafen zahlt wahrscheinlich wieder Dividenden oder zahlt Dividenden, was ich in der Zeitung gelesen habe, auch das. Aber die 700 Millionen, die gut 700 Millionen, meine Damen und Herren, macht das nicht wett. Und auch dieses Jahr, letztes Jahr haben wir ja noch gesagt, man hätte zwar auch ohne SNB-Ausschüttung, das Ergebnis wäre im grünen Bereich gewesen, dieses Jahr wäre das Ergebnis mit 173 Millionen im negativen Bereich. Und darum ist es eine Herausforderung, ohne. Ich glaube, es ist ein Delle. Ich glaube nicht, dass es gerade wieder 6 Ausschüttungen gibt, aber ich glaube, es ist ein Delle. Es wird wahrscheinlich schon wieder etwas geben in Zukunft. Aber das nächste Jahr oder im laufenden Jahr werden uns die 700 Millionen fehlen. Und insbesondere ist es auch, ich meine, in der Situation, wo wir die Teuerung haben, die sich als hartnäckiger weist, meines Erachtens, viel hartnäckiger, als man bis jetzt so ein bisschen gedacht hat. Man denkt, ja, die SNB kann ein bisschen Zinsen anheben und dann ist die Teuerung weg in der Schweiz, obwohl wir eigentlich gut dran sind mit unseren 3% im Verhältnis zu den umliegenden Ländern, aber sie erweist sich als hartnäckig, weil jetzt gerade, wenn die Zinsen hochgehen, steigen wieder die Mieten. Und dann steigen die Mietzinsen und das kommt auch wieder in die Teuerung rein. Und darum erweist sie sich als hartnäckig und ist auch für den Staatshaushalt eine Herausforderung. In diesem Sinn möchte ich nicht mehr länger werden. Der Kanton Zürich ist gut unterwegs. Für die kommende Planung werden wir genau schauen, dass wir den Verfassung verankerten mittelfristigen Ausgleich in der Erfolgsrechnung weiter können sicherstellen. Über die Risiken muss ich nicht reden. Es gibt Risiken, und das habe ich schon manchmal gesagt, zum Glück sind sie immer möglichst klein geblieben bis jetzt und haben unseren Staatshaushalt, und sage es jetzt nochmal, der Tanker Kanton Zürich, in ruhigen Gewässern hier hingleiten und alle staatlichen Leistungen können erfüllt werden. In diesem Sinn, besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und der Herr Scheidegger und ich wären für Fragen bereit, sofern es noch solche gibt. Ja, dann ist Nebeli. Also, die FDP hat jetzt schon gefordert, dass man die Steuern jetzt massiv senkt. Wie sieht das aus? Also, es sind ja angekündigt 2% Steuersenkung in diesem Jahr bei den natürlichen Personen und eine Anpassung des Gewinnsteuersatzes für Unternehmen. Bleibt es bei dem oder wird sich da die Regierung noch bewegen? In der Finanzplanung ist das drin. Die Steuerfußsenkung für die natürlichen Personen wird ja das Parlament beschliessen. Wir werden dort einen Antrag stellen können, aber den Entschluss über die Steuerfußsenkung wird im Parlament in der nächsten Budgetdebatte fallen. Die Deckwerte sind drinnen in der Finanzplanung, die wir haben, und bei der Unternehmenssteuer. Senkung, der zweite Schritt, dass wir eine Volksabstimmung geben. Und dort wird sich dann weisen, ob es kommt. Aber die Planungen werden so aufrechterhalten. Weil man ja immer muss zur Kenntnis nehmen, dass man gerade im Unternehmenssteuerbereich sind wir neben dem Kanton Bern, haben wir die höchste Unternehmensbesteuerung von der ganzen Schweiz. Ja. Also ein Thema, was man noch sieht, ist, dass bei den Unternehmenssteuern eigentlich die Erträge jetzt gegenüber der Rechnung 2021 zurückgegangen sind, leicht. Oder das ist, wie erklärt sich das? Ist das wegen der ersten Steuersenkung oder was ist dort der Hintergrund? Kannst du noch etwas sagen? Ich glaube, also wir sind der Meinung, sind natürlich auch gewisse Abschreibungen gemacht worden aus Corona raus, aber alles in allem sind eigentlich die Ertragseinbussen, die wir damit gerechnet haben, sind nicht eingetroffen. In dem Mass, wo wir auf jeden Fall
gesagt haben, sondern die Steuern sind mehr oder weniger gleich geblieben. Vielleicht noch, es wird dann noch Verzögerungseffekte geben bei der Unternehmensbesteuerung. Oder? Da kommt dann noch. Das werden wir sehen. Oder? Aber ich denke, es ist ja das Niveau im Grunde genommen gleich hoch. Oder ob es jetzt 1.404 Millionen sind oder 1.333, ist jetzt nicht wirklich ein Rückgang. Da würde ich jetzt eher sagen, man hat das Niveau gehalten. Ja gut, wenn ich... Ja. Wenn man das, was ich vorhin kurz angedeutet habe, es gibt ja noch ein anderes Thema, wo im Moment viel zu reden gibt. Vielleicht einfach noch kurz mögliche Ausfall oder CS-Crash, wo das Thema halt ist. Ist da im Moment, spielt der irgendeine Rolle bei den Planungen? Was ist da am Tun seitens Kanton? Ich meine, das gibt Ihnen ja auch zu denken. Ja gut, wir sind sehr besorgt über die Entwicklung. Es ist eigentlich die Zürcher Bank, die CS, gegründet vom Escher. Und dass die jetzt in so Turbulenzen hineinkommt, wir haben ja schon länger gewusst, dass es nicht so gut steht und dass man jetzt die Umstrukturierung macht und so weiter und so fort. Aber das, was jetzt passiert ist in den letzten paar Tagen, das ist natürlich auch ein Schaden für den Finanzplatz Zürich und für das Vertrauen in die Schweiz. Und wir bedauern das außerordentlich. Aber ich glaube, mit diesen Massnahmen, wo man ja nicht muss als too big to fail Rettung anschauen muss, weil das wäre wieder ganz etwas anderes. Also, nach meinen Informationen ist das Kernkapital von der CS nach wie vor da. Und es wird jetzt einfach mit der Stärkung nochmal von der Nationalbank, können Sie Darlehen beziehen, die 50 Milliarden, die Nationalbank zur Verfügung stellt. Aber für uns und was auf Bundesebene noch läuft, da bin ich nicht involviert. Aber ich glaube, man wird alles daran setzen, dass die Bank überleben kann. Weil sie sehen einfach aus dem heraus, und das ist ja das Tragische, dass das Vertrauen in ein Institut ist das Wichtigste. Oder? Darum habe ich auch vorher gesagt, die Ratings und alles zusammen, wo man ein bisschen belächelt, solange alles gut ist. Aber wenn es halt wirklich das Vertrauen fehlt in eine Institution, das ist bei einer Bank das Tragischste, was passieren kann, weil da werden ja massenhaft Gelder abgezogen. Oder? Und das ist einfach, das ist ganz schlimm. Und wir hoffen einfach, dass sich das Ganze nicht stabilisiert, weil man muss ja schon sehen, also die nach der Finanzkrise haben eigentlich die Schweizer Banken, insbesondere die systemrelevant sind, und die europäischen Banken haben ihre Eigenkapitalreserven markant aufbauen. Das ist ja bei unserer Zürcher Kantonalbank, haben wir ja das auch machen, weil das ist auch die einzige Kantonalbank, die systemrelevant ist. Das hat man machen, das hat auch Geld gekostet. Und die Amerikaner haben das eigentlich zu einem grossen Teil nicht gemacht. Und das hat ihnen einen Wettbewerbsvorteil gegeben. Und jetzt sieht man einfach das Vertrauen oder merkt dann halt gleich wieder, auf irgendwelche Analysten ganz anders reagieren. Und bei der CS selber muss man einfach wissen, also die Schweizer Gesellschaft und der Rest, das ist ja schon länger getrennt. Oder? Und von dem her, nach unseren Informationen geht es dem Schweizer Teil ist es bis jetzt immer gut gegangen, aber die neuesten Entwicklungen belasten natürlich den Schweizer Teil auch enorm. Weil ich sage, es ist einfach Gift, wenn das Vertrauen fehlt. Aber es ist natürlich auch ein wichtiger Arbeitgeber im Raum Zürich. Das müssen wir nicht vergessen. Oder? Also, und darum hoffen wir alles, dass das wieder kommt. Und jetzt am Morgen hat man gedacht, es ging wieder ab. Hat sich stabilisiert oder ist wieder ein bisschen nitzig gegangen. Es ist äußerst hartnäckig. Ja, dann ist Nebel. Es wird ja darüber spekuliert, dass wenn es jetzt am Schweizer Geschäft oder der CS nur sehr schlechter geht, als allenfalls die Zürcher Kantonalbank, wo es auch schaurig gut geht, ein Teil könnte, oder dass die könnten dort einsteigen. Ist das eine Option für den Kanton Zürich? Oder? Ja gut, es ist ja, wie es gesagt hat, die Kantonalbank, es ist die Bank des Kantons und die Regierung wird sich hüten, da dazu zu äußern, weil da ist wirklich der Kantonsrat ganz allein zuständig. Also ich glaube, über diese Fragen wage ich jetzt nicht zu spekulieren. Entschuldigung. Die werden im Kantonsrat ja kaum ohne die Meinung vom Finanzdirektor entscheiden. Also,
Man redet viel, was alles passieren kann. Ich muss einfach sagen, im Moment hoffe ich immer noch, dass sich das stabilisieren lässt. Also ich glaube, die Institute, die schauen schon miteinander, dass das möglichst reibungslos abgeht. Aber selbstverständlich, wenn die Banken an uns ankommen oder wenn wir in irgendeiner Reform können, etwas, eine Dienstleistung oder Sicherheit geben, dann werden wir das sicher machen, weil die Bank ist nach wie vor wichtig für den Raum Zürich. Wir haben da Mitarbeitende, etwa über 10'000 Mitarbeitende im Raum Zürich. Oder? Ob schon man sagt, Fachkräftemangel und so, aber das sind gut zahlte Jobs bis jetzt gewesen. Und die dient natürlich auch zum Steuersubstrat vom Kanton Zürich, von den natürlichen Personen auch beitragen. Oder? Das darf man nicht vergessen. Aber hat es dann entsprechende Anfragen gegeben von der Bank oder vom Bund? Bei uns hat es keine Anfragen gegeben. Gut. Besten Dank, dann wäre die MK geschlossen.